herzlich willkommen zurück bei Sommelier TV. Mein Name ist Leidini Peter. Und heute haben wir wieder vier ganz tolle grüne Veltliner von meinem Gut Pfaffel, was ich euch vorstellen darf. Ja, Weingut Pfaffel kennen wir mittlerweile, das Weingut selbst muss nicht mehr vorgestellt werden. Wir fangen gleich mal an, deswegen mit einem Weinviertel DRC, Grüner Veltliner 2011, Zeiseneck. Einer der besten Grüner Veltliner des Landes, ist auch einer der Siegerweine der Golden Lion Wine Awards bei der White Wine Autochton Trophy, oder Autochtone White Wine Trophy. Wir haben Rausch wieder, sehr schön. Das ist Weinviertel, das ist DRC, ganz typisch, wir haben dieses Pfefferrot, wir haben diesen grünen Apfel, was man braucht, hat man sofort in der Nase präsent, der ist da, da ist Action dahinter, da sind ein paar exotische Früchte dabei, ist schon recht spritzig, animierend, macht wirklich Lust. Am Gaumen wieder, hat zwar noch ein bisschen kräftige Säure, ist klar, es ist 2011. Der Wein ist jetzt definitiv noch zu jung zum Trinken. Aber er macht Spaß, da ist Action dahinter, das ist spritzig, es ist fruchtig, es hat eine angenehme Würze, es ist nichts Aufdringliches dabei, nichts Penetrantes dabei, es ist eine saubere Sache, eine klare Sache, rund, geradlinig. Ein wunderschöner grüner Veltliner, sehr, sehr gut gelungen und wirklich traumhaft, sehr schön. Macht wirklich Spaß, animierend, Speisenbegleiter perfekt. Oder hätte es im Sommer bei der heißen Temperatur, wenn dann der Regen wieder mal nachlässt, sehr schön. Der ist wirklich genial. Das ist grüner Veltliner aus dem Bilderbuch. Jetzt an Weinviertel DC Heidviertel, wieder aus dem Jahre 2011. Der hat jetzt an 12,5%. Das Heidviertel ist Riede, kann man so sagen, mit einem sehr hohen Lössanteil, was sehr gut ist für die Fruchtstruktur, für die Mineralität. Mal schauen, was bis bei ihm ist. Wir haben da in der Nase wieder diese Frucht, aber auch ein bisschen diese Würzigkeit, jetzt weniger als im Pfeffer, aber genereller Würzigkeit ist da. Von dem her würde man sofort auf asiatische Küche irgendwie sowas in der Richtung kommen. Die Säure ist typisch Löss, also in der Marke nicht ganz so stark. Schön eingebunden. Diese Mineralität ist auch da. Er wiegt dafür, dass er erst 2011 ist, eigentlich schon ein bisschen erwachsener, sage ich jetzt einmal. Also sprich eher so rundlicher, harmonischer. Das ist mehr, das hat ein bisschen Geschmeidigkeit, ein bisschen buttrig ist er dabei. Im Gaumen eher so im Nachhall, hat dann so lange Nachhall und dann so noch im zweiten Drittel, kann man so sagen, gibt dann dieses buttrige aus mit einer Hauch Nuss. Wunderschön. Bereits jetzt trinkfertig, würde ich sagen, kann ich so verkaufen, problemlos. Hat aber definitiv auch noch ein Lagerpotenzial für die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Bin mir sicher, dass da noch sehr viel kommen wird. Mit ein bisschen Sauerstoff wird es auch ein bisschen besser. Wird es noch ein bisschen harmonischer und die Fruchtstruktur kommt viel mehr raus. Im Gaumen auch, wirkt noch ein bisschen weicher. Sehr harmonisch. Bei denen, wenn ich den jetzt blind verkosten würde, wäre ich mir nicht sicher, ob ich da auf 2011 kommen würde. Ich wäre dann eher auf 2010. Ich hätte den schon fast ein Jahr älter getan, weil diese typische 2011er Säule fehlt mir dabei. Ist auch trotzdem wunderschön rein, sehr gut geworden, ausgezeichnet. Weiter geht's. Weinviertel der DRC Reserve 2011 Grüner Veltliner Goldjoch. Goldjoch, einer der bekanntesten Reben vom Weingut Pfaffel. Auf dem Etikett schreibt er auf, auf den sandigen Südhängen. In goldenen Jochen erzielen wir Jahr für Jahr einen außergewöhnlichen hohen Traumreife. Das inspiriert uns zu diesem vollmundigen, vielschichtigen Veltliner, der trotzdem voller Pfeffer steckt. Wir wünschen viel Vergnügen, Ihr Roman Pfaffel.
Naja. Mit dem Pfeffer ist sowieso so eine witzige Sache. Wie ich die Jungs um die Ausbildung in meiner Berufsschule gemacht habe, hat unser Lehrer, der was auch damals mein Gedenkekunde, der auch noch war, nicht nur Jungs im Leben, hat ihm gesagt, dass diese Sachen, was man so ausschmeckt, diese Frucht oder dieses Nussig oder eben jetzt beim grünen Wiener, dieses Pfefferl, nicht bei jedem ist. Mein Lehrer war damals schon laut seinen Aussagen so 20 Jahre lang als Sommelier tätig und hat 20 Jahre Erfahrung in Gastronomie, hat Diplom-Sommelier und Diplom-Barkeep und die ganzen Sachen gemacht, hat pädagogische Ausbildung gemacht, dass er dann eben die Berufsschule unterrichten kann und das Ganze. Und jedenfalls hat er gesagt, er hat in seinem ganzen Leben noch nie einen Pfeffer beim Wein gehabt. Bei einem grünen Wettliner hat er noch nie einen Pfeffer gehabt. Trotzdem kennt er einen grünen Wettliner heraus. Das ist halt dann wieder die Eigenheit, die Erfahrung des jeweiligen Sommeliers, des jeweiligen Weinliebhabers, der was er hat, dass er seinen eigenen, wie soll ich sagen, seine eigene Feinfühligkeit, seinen eigenen Fingerspitzengefühl entwickelt. Um das geht es eigentlich. Das ist das Schöne beim Sommelier, wir sind sehr auf unsere Sinne eigentlich angewiesen. Wir brauchen unsere Sinne, wir arbeiten ja damit, Geruch, Nase, Optik, das sind drei der wichtigsten Sinne. Und mit der Bewertung, mit den Weinen, deswegen müssen wir uns auf unsere Sinne wirklich verlassen können. Das sollten wir trainieren und wir sollten auf unsere Sinne aufpassen und unsere persönlichen Erfahrungen machen. Und nachher braucht man komplett unbedingt dieses Pfeffer. Aber jetzt einmal, dass wir einmal zum Probieren kommen, das schaut nämlich gut aus. In der Nase wirkt auf den ersten, beim ersten Mal reinriechen eher schon ein bisschen cremiger, eher milder. Hat da aber wieder diese exotischen Früchte, die noch eher auf der reifen Seite. Hat ein bisschen Birne dabei, ein bisschen Apfel da ist dabei. Es ist aber auch Grapefruit dabei, würde ich sagen, aber alles sehr, sehr reif gehalten. Birne sind eher überreif, sind schon fast alt. Am Gaumen überraschend harmonisch dafür, dass das erste so ein junger Wein ist. Schon alles sehr eingebunden, wir haben wieder diese Fruchtigkeit, wir haben einen, wieder die Würzigkeit, was im Nachhinein halt im Abgang hinten kommt. Der Abgang ist wieder richtig schön lang, zieht sich schön hinaus über die gesamte Zunge hinein in den Hals. Wunderschön, macht Spaß, ist Freude, ist hier ein bisschen auf der Kräftinger Seite mit 14 Volumensprozent. Ist jetzt nicht unbedingt ein Wein, den man mal so nebenbei trinkt, sondern so ein Wein trinkt man wirklich nur in einer gemütlichen Runde mit Leuten, die Wein schätzen. Dieser Wein ist definitiv für einen Weinliebhaber gedacht, der was Erfahrung hat und ist auch das gute Recht. Es ist eine Reserve, entsprechend wurde er behandelt und er stellt auch höhere Ansprüche an den Genießer, aber macht Spaß. Also, wenn ihr erst gerade mal angefangen habt, euch mit Weinen auseinanderzusetzen, würde ich den jetzt noch nicht empfehlen, weil er ist wirklich noch zu hardcore für die Neulinge. Aber für alle Erfahrenen sofort, Leute, nehmt euch die Flaschen da. Super. Da ist Präsenz, da ist Kraft, Fülle, alles da, was man braucht. Sehr schön. Nun zum letzten Grünwettliner. Es ist ein Weinviertel DRC Reserve aus dem Jahre 2011 von der Riede Hunsleiten. Kräftig mineralisch soll er sein, laut Etikett. Naja, kräftig klar mit 13,5 Volumensprozent. Wird er sicher kräftig sein, mineralisch einmal abwarten. Hunsleiten ist aber eigentlich eh bekannt für Mineralik. Am Gaumen, halt in der Nase. Die Zwischensäure. Also in der Nase ist er wieder diese exotischen Frucht, gleich wie was wir jetzt immer gehabt haben. Die Nase ist nicht viel und viel Unterschied ist nicht, das wird wahrscheinlich an der Hefe Anwendung liegen. Hat aber trotzdem seine Eigenheiten, wirkt ein bisschen milder als Goldjoch. Trotzdem animierend, ein bisschen frischer wirkt er auch. Ein bisschen spitziger. Sonst in der Nase. Sonst eigentlich wieder Apfel, Birne, die ganzen Geschichten, was man heute so kennt. Im Gaumen schön harmonisch, aber trotzdem noch mit einer sehr schönen Säurestruktur, die was die Frucht ein bisschen anhebt. Die Säure braucht dieser Wein, weil er, glaube ich, dadurch die Frucht ein bisschen in die Länge zieht.
Dadurch wird die Frucht, geht eigentlich bis hinter zum großen Abgang, zum Final. Wirklich sehr schön. Er ist rund, er ist weich, er hat wieder sehr viel Fülle dabei. Das ist einfach typisch der DRC, das cremig, putrige, da ist Masse dahinter. Wie gesagt, auch diesen Wein für den Anfänger eher weniger geeignet, aber für jeden Weinliebhaber, der schon ein bisschen Erfahrung hat, definitiv eine tolle Erfahrung. Und 2011, so wie es ausschaut, für das Weingut Pfaffl hat sehr gutes Weinjahr. Die Weine sind alle über den Durchschnitt. Das ist schön, macht Spaß. Am besten, wie ich immer gerne sage, selbst davon überzeugen. Und wenn ihr Erfahrungen habt, dann schreibt mir das bitte gerne. Oder wenn ihr Wünsche habt, die E-Mail-Adresse und Kontaktdaten werden zum Schluss noch eingeblendet werden. Und ja, ich bedanke mich in diesem Sinne wieder für dafür, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt haben wir es. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja, Dankeschön. Prost!